Unbevorstehend Nuklearreaktor. Ich fahre mal mit meinen Rockets ganz unverfänglich fänglich nach da unten. Ich habe auch ein paar Panzer, ich könnte auch runterfahren, ne? Ich habe ein Kettenraketensprengfahrzeug, das extrem langsam ist. Habe ich überhaupt Chat-Aktivitäten? Ketten Nein. Sind immer langsam, ist doch klar. Ich habe noch gar kein V-Tool hier gebaut. Für Ketten ist der schon recht schnell. Das ist ja auch nur Light Body hier, ne? Medium, ne? Medium. Hatten wir schon Medium? Weiß gerade gar nicht. Wissen wir ja, wenn du drauf gehst, steht da ja Medium. Ah, tatsächlich. Kannst ja mal diese Cannon Fortress erforschen. Hier ist ganz hinten. So. Silver Death ist zwar da, aber sagt kein Wort. Delfino ist auch da, aber... Ich könnte natürlich einfach mal hier aktualisieren und gucken, was dann passiert. Dann explodiert mein Laptop wahrscheinlich, ja? Das ist durchaus möglich. Mortar. Ich möchte keinen Mortar, der da erforschen. Ich möchte das hier vielleicht erforschen. Ich möchte mehr Panzer erforschen. SOS Delfino? Achso, das erforscht du. Denk mir schon, du kannst doch nicht Delfino erforschen, jetzt geht's aber los. Wer will denn so eine Scheiße erforschen? Ich erforsche meinen Körper. Ah, okay, jetzt ist der Stream leer. Aber ich habe einen weiteren Follower bekommen. Was? Oh nein, es lädt nur extrem langsam. Scheinbar sind doch immer noch du und noch dieser andere Silver Death irgendwas. Na den. Und ich habe weiter einen Follower bekommen. Geht's apropos Follower, was macht meine Raketendingens da unten irgendwo? Ja, der ist gleich da. Gleich ist er da. Ach, der ist gleich da. Ach so, der fährt noch. Okay, dann ist alles gut. Ah, der ist nicht mehr der Schnellste, ne? Er ist unterwegs verrostet, glaube ich. Warum habe ich einen Follower bekommen? Wer, was? Warum? Wer geht auf den Kann? Ich meine, das hat mich letztens schon gewundert. Da waren keine Videos. Und weil Twitch irgendwie gelöscht hat und... Hallo? Dauert einen Moment. Jetzt geht's los. Wieso daneben schießt? Jetzt wieder aufladen muss. Ah, schön. Egal, ich habe einen weiteren Follower auf Twitch. Sehr gut. Naja. Der trifft auf jeden Fall ein paar. Die stehen ja also die zusammen. Ich gehe mal weiter forschen. Warum ich jetzt Cyborg-Fabriken erforsche, aber... Zwei Twin Machine Gun, ja genau, was ich brauche. Wobei, in Dings habe ich das am Anfang immer erforscht in Earth 2150. Ich weiß auch nicht warum. Das Doppel-MG. Vielleicht war es gut. Also wenn du jetzt noch den da unten platt machst, dann ist es vorbei. Moment, ich muss hier mal kurz was klären. Ich mit meinem Alternativ-Chat.
So. Nimmst du eigentlich noch auf? Runter. Was? Nimmst du noch auf? Ja, ich nehme auf, Mann. Am Limit, aber ich nehme auf. Rausgehst, ne? Was? Hast du nicht immer Standbild, wenn du rausgehst nebenbei? Ich gehe nebenbei nicht raus. Achso, du hast ja deinen Laptop, richtig? Ja. Nach einigen Jahren ist mir eingefallen, dass ich einen Laptop habe. Und ich habe etwa 10, 15 Sekunden Delay auf Twitch, wie ich gerade sehe. Hurricane, hey. Ja, ich gebe euch mit meinen Fernangriffen, Mann. Mit meiner Fernartillerie mähe ich die weg. Die eine Präzision, trotz der hohen Entfernung. Aber getroffen. Yeah. Enemy Units 4 destroyed. Continue. Jetzt hab ich den Bug toll. Moment mal, continue. Juhu, ich hab den Bug wieder. Welchen Bug? Wo man da so runterfällt. Hä? Wo die Kamera da so runterfällt. Was? Egal. Ich hab da so einen Grafikbug. Juhu, fertig. Ich habe eben Continue geklickt. Jo, ich auch. Und jetzt? Na, jetzt kannst du noch ein bisschen weiterspielen, wenn du willst. Kann ich dich töten? Nein, kannst du nicht. Kann ich, Moment. Kann ich Angriff erzwingen machen? Geht auch nicht. Wie sinnvoll ist es denn dann weiterzuspielen? Kannst du ein bisschen was erforschen. Ja, aber da brauche ich kein Online-Spiel für zu erstellen. Nö, das nicht. Ja. Irgendwas dreht hier gerade auf. Warte mal kurz. Ich glaube, das ist mein Laptop. Ich mache da mal kurz eine Pinkelpause und komme dann gleich wieder. Was? Host says quit the game. Warum kann das nicht? Niemand mag den Host. Der Host stinkt. Oh, der Delay wird kürzer. Nee, Moment. Nee, doch nicht. Okay, wir spielen mal schnell die Kampagne. Okay, das ist Eidos Intro, das wollen wir aber nicht sehen. Habe ich denn eine Chat-Nachricht? Nein. Ich habe keinen Chat, der mir was schreibt. Ach richtig, was habe ich denn hier? Ich habe voll die hässliche Kiste. So, wir gucken uns mal Delphinius Mod hier an. Yeah. Ich reiße hier einfach mal alles nieder. Warum das hier alles ist. Keine Ahnung. Schön für dich, Hilfsprogramm. Machen wir noch eine Runde, oder? Weiß ich, wenn Silver Death mal da ist, noch da ist, könnt ihr mal schreiben, ob er irgendwie Probleme hat mit Twitch oder nicht. Delphinus, sag mir mal, ob du Probleme mit dem Stream hast. Ja, ich guck mal. Senden. Wow. So, ich geh mal kurz gucken, ob der Stream irgendwelche Frame droppt. Nein, das stimmt dir zu, oder? Sonst was? Nix.
Der Silver Death stimmt dir zu, aber er schreibt nicht wieder. Also, wie, er stimmt mir zu? Was, hä? Ja, steht im Chat, dass er dir zustimmt. Ja, diese uralte Nachricht. Ja, aber sieht doch nicht. Sag mir einfach mal, ob's... Du hast ja 6000 immer nicht. Was? Der Stream läuft gut. Passt, also kein irgendwie Nachladeding. Nein. Okay, warte mal, wir lassen uns mal kurz laufen. Also es ruckelt ein bisschen, aber sonst. Es ruckelt ein bisschen. Ja, es läuft halt nur mit 25 Frames, der Stream, weil. Ach so, das Spiel, also. Nee, das Spiel läuft mit 50 Grad, aber ich streame bloß mit 25. Wie man hier aussieht, weil die sonst die CPU-Last wird so groß und außerdem wäre dann das Bild halt qualitativ auch schlechter bei der Bitrate. Ja, nee, ansonsten, also Puffern habe ich nicht. Läuft gut. Okay, dann können wir weitermachen. Ist das die erste Mission durch oder was? Was? Spielt jetzt die erste Mission durch oder wie? Ich weiß, ich habe mal angefangen. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Irgendwas Nennenswertes? Nö, da unten ist noch eine Scavenger-Basis. Da unten? Wenn du weiter runterfährst jetzt. Ich vermute mal hier, wo es leuchtet. Alter, was habe ich da für ein Fahrzeug? Beim letzten Mal ist es irgendwie... Musste ich da ewig würchen, um überhaupt irgendwo hinzukommen und hier... Ja, ich hab's mal ein bisschen leichter gemacht. Ja, ich merk's. Ja, vielleicht mach ich's mir schwerer. Ich muss mal gucken. Das manchmal schwierig, den Mittel. Guckst du noch den Stream? Ja, ich guck mal. Also es buffert bei dir nichts, okay. Dann liegt bei Dämon das Problem. Ja genau, ich habe das leichter gemacht, weil da die Basis jetzt ist. Die war vorher nicht da. Was ist der Commander, weißt du, der hat's voll drauf. Der räumt gerade gut auf. Ich habe jetzt sehr komische Grafikeffekte gesehen. Was ist denn das? Hält der ewig aus. Hallo? Ah, er fährt doch noch vorwärts. Er kann noch fahren. Warum leuchtet das hier so rot? Was ist überhaupt das Ziel dieser Mission? Weil das eine Basis ist, darum leuchtet das da rot. Ja, was ist das Ziel der Mission? Die Basis zu zerstören und dann in das andere Router zu fahren. Dann komm, quasi. Ich töte mal diese Leute hier. Die sterben nämlich schneller und ich glaube, ich habe die Mission gleich verloren. Hallo, schießt du mal die Turm kaputt? Ich muss noch den Turm töten und dann... Ja... Ich fahr lieber mal ein Stück weg. Ins Rote fahren. Es gibt da oben einen Reparaturturm, ne? Ach richtig, da war was, ne? Hier, schieß mal das Haus kaputt. Schieß mal das Hochhaus kaputt. Ja... Du müsstest jetzt wegfahren. Wieso? Oder sterben. Ich beschieß doch nichts mehr. Ach so, ja, der Delay. Doch, der Turm schießt noch. Ich bin schon weg, aber der Delay. Ach so. Es delayed ein bisschen. Du verstehst? Ist er sehr spät weggefahren, mein Gott. Ach, was, da ist noch. Ich denke mir schon, warum soll ich denn wegfahren? Ich bin doch schon weg, so. Ach, hier ist das, richtig. Ich erinnere mich, der war beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht sichtbar, oder? Was? Der Turm. Oder hat man den schon immer gesehen? Wow, yeah! Die Scavenger-Basis meinst du? Den Turm. Oder den Turm, den wir befasst. Nee, das ist richtig. Den hat man nicht gesehen. Alter, der repariert ja mal Vollspeed. Also bei dir puffert immer noch nichts, oder? Nein, es puffert nichts. Ja, der repariert sehr schnell. Hallo, fährst du doch mal hin? Vor allem volles abgeranzte Abschleppfahrzeug und das Ding schießt ja alles kaputt, na klar. Soll ja auch ein bisschen lustig sein. Hallo! Deine Wegfindung musst du auch noch überarbeiten, glaube ich. Die Scavengers haben auch nicht drauf. Das Ding steht einfach nur und schießt nicht! Fahr dich da ran. So,
So, Mission gewonnen irgendwie. Oder auch nicht. Ach doch. Ins Rote fahren. Alles klar. Hero, yeah. Mission Timer activated. Und jetzt müsste nur so ein Anfänger sein. Okay, Twitch mag Demo nicht. Bei ihm puffert's dauernd. Du hast weiterhin keine Probleme, oder? Nö, alles gut. Sehr gut. Es scheint nur bei Dämon zu sein. Ich weiß nicht. Da ist auch noch dieser Typ da, dieser Silver Death. Aber der schreibt nicht, ob das bei ihm puffert oder nicht. Der ist einfach nur da. Er existiert einfach nur. Ja, er ist noch da. Ja, er existiert einfach nur, aber er sagt nichts. Er kann nicht mehr schreiben. Er hat die Buchstaben für diesen Monat schon alle aufgebraucht. So, soll ich jetzt dauert die Kampagne lang? Es sind nur zwei Missionen. Oh, was muss ich hier machen? Ich habe die Beschreibung nicht gelesen. Oder gab es hier eine Beschreibung? Ja, es gibt eine Beschreibung. Oh, dezenter Hinweis, wie? Es gibt's auch in der ersten Mission sowas. Ach so. Aber ich habe gerade einen mega Delay, sehe ich gerade. Mal gucken, ob er noch mal irgendwas machen kann. Ich muss mir das gleich nochmal. Ich finde diesen dezenten Pfeil sehr nett. Das ist genau mein Niveau. Naja, ich hätte ihn vielleicht noch ein bisschen größer gemacht, aber sonst völlig in Ordnung. Also du musst hier drei Scavenger-Trucks finden. Oder Erforschungstrucks. Und die musst du dann retten. Okay. Dann musst du dahin, wo der Pfeil hinzeigt. Ah, ach so, ich muss erst die Trucks finden und dann dahin fahren. Ah. Genau. Das ist ein bisschen umformuliert. Soll es vielleicht einen größeren Pfeil machen, um das zu markieren und dann für drei kleinere die Trucks zeigen? Ja, man soll ein bisschen suchen. Es wird auch angezeigt, wenn du in der Nähe bist, dann kriegst du einen roten Punkt. Aha, hier steht ein Kran. Mit dem unglaublich beschissenen. Das ist gar kein Schatten, das ist irgendwas anderes. Ne? Außerdem hat man ja auch eine halbe Stunde Zeit. Das reicht ja. Was? Ach Gott, da hat man ja Zeitlimits immer. Das habe ich ganz vergessen. Okay, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, dann könnte die halbe Stunde sehr knapp messen sein. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, such mal ein bisschen. Wenn es zu lange dauert, dann sag ich dir das. Ja, nix da. Du willst dir nur ein beschissenes, unbalancetes Spiel hier verbessern. Es gibt hier übrigens keine Reparaturwerkstatt. Ah, ich habe schon eine Basis gefunden und wo Basen sind, sind bestimmt Trucks. Es gibt zwei Basen und. Nee, es gibt. Was habe ich denn da alles eingebaut? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, das ist schon so lange her. Es gibt eine Basis und es gibt zwei Außenposten von den Scavengers. Ist das eine Kiste? Gab es nämlich eine Kiste? Das ist ein Außenposten, den du da siehst. Hier leuchtet es rot. Wo ist der Truck? Was ist das denn? Was ist der Research Truck? Kann ich den kaputt schießen? Nein. Ich komme nicht mal hin. Ich kann kaputt schießen. Du musst jetzt die ganze Basis ausrotten dann. Ach, die ganze Basis muss ich ausrotten. Was ist denn hier alles Basis? Alles oder? Eigentlich musst du nur die schießenden Türme ausrotten. Hab ich doch schon. Ach, da hinten sind nochmal Türme. Ach, sag mir das doch jemand. Machen wir die. Machen wir erst den Platz hier, ne? Es gibt eigentlich nur zwei Türme. Einer hat Flammenwerfer. Ich nehme jetzt einfach. Der schießt zwei Stunden auf die Wand mal wieder. Ja, Flammenwerfer Turm trifft mich nicht. So, was war das jetzt? Truck? Muss ich den beschützen? Ja, ne? Du musst ihn mitnehmen und beschützen, ja.
Du brauchst alle drei, ja, drei Trucks.